Willkommen bei LZ Parts, dem Online-Shop von Lüdemann und Zanke AG. Auch hier wieder LED-Seitenblinker von Inpro. Montage, Wechsel. Die Adapterplatte, die beim LED-Seitenblinker mitgeliefert wird, können Sie darauf verzichten. Die entfernen wir. Das ist ganz einfach. Legt den mal beiseite. Wichtig, natürlich optimales Werkzeug, in diesem Fall Plastik, Spatel oder Spachtel, wie man das auch nimmt. Dann ein bisschen bei der Kerbe hinterhaken und da löst er sich auch schon. Achten Sie darauf, dass Ihnen das Kabel nicht im Kotflügel verschwindet. Ist ein bisschen schwieriger, das dann wieder rauszubekommen. Insofern eine halbe Drehung, abziehen, dann kommen Sie an die Glühbirne, diese entfernen, die LED-Seitenblinker, die jetzt eingesetzt werden sollen, achten Sie auf Polarität, man merkt das recht schnell, die müssten hier jetzt hineingetan werden, dann funktioniert er auch schon, ist es falsch rum, ich setze es nochmal an, funktioniert er nicht. Ist es richtig rum, arbeitet er einwandfrei. Häufiges Problem ist, dass die Haltenasen bei den Inpro-LED-Blinkern nicht ganz hinter die Blechkanten greifen. So dass, wenn ich den jetzt rein tue, ich hatte das vorher noch nicht ausprobiert, entweder bleibt er jetzt drin, nein, das tut er nicht. Das heißt, er hält nicht. Sie müssen dann ein wenig am Metall arbeiten. Und zwar, indem Sie es etwas aufbörteln. Das ist nicht ganz einfach. Machen Sie das um Gottes Willen nicht mit einem Metallschraubendreher, denn das führt nur dazu, dass Sie den Lack beschädigen, was die Korrosion wiederum fördert. Mal gucken, ob es jetzt geht. Ja, da fehlt noch ein Stück. Immer Stück für Stück. Immer weiter rausholen. Dann geht das. Zur Not kann man auch hier von den Kanten noch etwas wegnehmen, dass diese somit weiter nach unten rutscht. Und da sitzt er auch schon. Ich hoffe, ich konnte mit diesem Video weiterhelfen. Seitenblinker sieht natürlich toll aus, die Optik in LED natürlich bei uns im Shop. Ich wünsche viel Spaß. Tschüss!